entschuldige. Ich rede sicher Unsinn. Geh nach Hause, dorthin, wo du hingehörst. Akiyoko konnte nicht wissen, dass ihr Freund Onishi zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr lebte. Am 16. August, nach Japans Kapitulation, erhielt er den Befehl zu einem Kamikaze-Flug auf ein amerikanisches Schlachtschiff. Soldaten! Wir werden unseren Kampf niemals aufgeben! Unseren Kampf fürs Vaterland! Wir Soldaten werden unser Leben jederzeit für unseren Kaiser einsetzen! Ihr seid alle neu in der Schlacht! Aber es ist ganz einfach! Zerstört die feindlichen Schlachtschiffe! Zerstört sie! Opfert euch! Auf in den Kampf! Ich fliege voran! Es lebe Japan! Soldaten! Wir greifen an! Bereit zum Angriff! Wir gehen runter! Ziel ist das Schlachtschiff! Vernichtet das Schlachtschiff! Es lebe das Vaterland! Zerstört es! Los! Vernichtet sie! Thank you.
was ist das heute für ein Tag? Ach. Jawohl! Marschall Wassiljewski schickte ein Kabel an Commander Yamada mit dem Befehl, dass alle japanischen Truppen ihre Waffen niederzulegen hätten und sich bedingungslos ergeben müssten. Commander Yamada hat seinen Truppen den Befehl gegeben, die Kämpfe einzustellen und die Waffen niederzulegen. Der Frieden ist in greifbare Nähe gerückt. Ach, was ist das heute für ein Tag? War ein Fischer und ich auch. Jetzt ist meine ganze Familie ausgelöscht. Nicht mal Asche ist von ihr übrig. Bitte lassen Sie mich in den Himmel. Dann werde ich Sie sicher wiedersehen und kann Sie in die Arme schließen. Schande! Japaner, wir werden uns opfern! Es geht um unsere Ehre! Japaner, stirbt für unser Vaterland! Japan ist tot! Es ist nicht mehr da! Es ist verloren! Wir sind nur noch ein Schatten der Geschichte! Uns gibt es nicht mehr! Auf in den Tod! 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 Aber wir sind doch auch Japaner. Was soll aus uns werden? Nimm das hier. Unser Japan gibt es nicht mehr. Sie haben die Meldung nicht gehört. Sie haben kein Radio. Wir müssen was tun. Ihr müsst sofort damit aufhören. Der Krieg ist vorbei.